Hi Leute und willkommen zurück zum Let's Play Crusader Kings 2 mit der Tatterei. Boah, und da läuft ja ganz nett. Wobei ja, ich habe noch einen Abschnitt. Also kümmern wir uns noch um den einen Aufstand. So. Ja, das ist eigentlich mein letzter Sohn. Aber dann kann man jetzt ziehen lassen. Schau mal, ob er mal was Besseres bei ihm rauskommt. Das erscheint wert, das im Gleichgewicht zu sein. Na gut, dann. Gott, das ist echt schwer. Ich hoffe, man hört jetzt bei mir nicht was im Hintergrund. Jetzt habe ich gerade einen Anspruch gekriegt. So. Oh, und jetzt rebellierte. So kann man übrigens auch gezielt Revolten provozieren unter Umständen. Thank you.
Wo sehen wir nur nach unten? Mein Nachfolger so, so schlecht. Wie viele Morde müsste ich denn machen, damit ihr erbt? Boah, zwei. Nein. Okay, jetzt halt doch rein. So, und du drehst jetzt Turkestan ab. Auch eine nette Methode, um mehr Beliebtheit zu erzielen, weil ich habe einen Aufstand niedergeschlagen. Das erkennen die an. Das macht die Demonstration. Da ihn freigelassen, habe ich nochmal plus 10. Jetzt hört mir auf. Hört ja nie auf. Wo denn? Ah, diesmal ist es sozusagen ein kultureller Aufstand. Okay, der Seldschuker will irgendwie nicht kommen, weil bis 1015, danach ist Schluss. Wenn ich mich richtig erinnere, ich bin nicht ganz sicher mit dem Enddatum. Kann auch passieren, und jetzt ist es passiert, du kannst Seldschuker in Anmarsch. Wenn wir mal weiter überlegen, hier unten so waren. Wow, das ging jetzt etwas zu schnell. Wow, was passiert denn da? Ja, ist ja gut. Ich hasse das, weil ich so eine geringe Autorität habe. 11.000! Boah. Ach so, ich verstehe wieso. Okay, dann tut's mein Geld.
Naja. Stell dir vor, ist jemand mit guter Verwaltung. Da auch noch, das ist der Scherz, oder? Ich muss es unbedingt eindämmen. Ja, ist ja gut. Was ist mit dieser Aufstände abkämpfen? Boah, Jürgen expandieren kann, das ist frustrierend. Aha. Ja, so kann man seine Skills auch verbessern. So. Das ist endlich hinter mir. So sehen wir nur noch das hier drüben abgeht und gleichzeitig dort unten. Nicht ganz so schnell machen. Uah. So. Weg damit. Okay, ein Jihad um Armenien. Boah, die Karpaten. Oh. Die haben, oh mein Gott. Die haben einige, ja, Saalen unter sich. Jetzt wäre es gerade günstig, wenn ich das möglichst schnell wende, ne? Ja, sunnitischer. Der scheint mir nicht wirklich stark. Er ist griechisch. So.
verwirrend, dass dass er klarkommt. Wo sind die hin? Oh Mensch, hier unten ist auch ein. Da hinten? Ich glaub's ja noch. So. Von dir haben wir jetzt gerade einen Sunni-Krieg. Das wäre gerade eine Gelegenheit. Also, ein Dschihad gegen sich. Vielleicht krieg ich's ja. Dann erhöhe ich mal meine Kavalleriestärke. Tja, der Seldschuker kommt doch nicht. Ist jetzt irgendwie nicht damit gerechnet. Dann kommen die nächsten Horden, die aber bestimmt kommen, sind die Mongolen. Das kann ich mir sicher sein. Boah, ja, da kommt das byzantinische Heer, das wahnsinnig groß ist. Boah. Zusammen, Leute. Komm jetzt schon! Den Krieg gewinne ich nicht mehr.
nächstes Problem ist. Kommt auch noch. Warte. Ja, machen wir es. Genau die habe ich hier kurz in die. Das kann echt nicht wahr sein. Ich brauche Geld und zwar dringend. Geht weg, geht weg. Ehrgeizig deswegen.
Nachfolger, als wäre dieses nicht so gut. Byzanz. Jetzt wird's aber so bald lustig. Das passiert. Das Problem ist einfach, Byzanz ist zu stark. Selbst wenn die einen Shield auf sich haben. Die Sunniten sind einfach zu schwach aufgestellt, dass sie wirklich was reißen können. Angreifen nicht gleich ganz ohne Risiko. Jetzt ist er da. Oh mein Gott. Was bitte überhaupt? Diesen Vasallenkrieg so schnell wie es geht beenden. Mensch! Das lass mal gut sein. Soll ich auf weißen Frieden eingehen. Auch wenn ich Kapitulation bevorzugen würde, aber ich greife jetzt gleichzeitig einen Oberer an. Und zwar sehr schnell. Also ab 10 der, jetzt haben wir noch die 30 Minuten. Aus der Not heraus muss ich jetzt weisen Frieden machen, weil ihr seht, wie schnell der erobert, wenn ich nicht. Meine Truppe muss sich jetzt so schnell erholen. Wenn ich was raufziehe, verliere ich besser nicht, wie viel Land das fordert er denn. Was? Da hinten? Eine Niederlage wäre nicht das Allerschlimmste, aber trotzdem, das ist nicht ideal. Naja, nächste Woche geht's zum nächsten Mal.